Die notleidenden Menschen im Gazastreifen werden jetzt von den USA mit Hilfsgütern aus der Luft unterstützt. Die Bilder zeigen, wie aus Flugzeugen Gegenstände an Fallschirmen abgeworfen werden. Menschen bei Rafah im Süden des Palästinensergebietes kommen angelaufen, um die Hilfsgüter in Empfang zu nehmen. Nach Angaben der US-Armee waren 3 Militärfrachtflugzeuge im Einsatz. Abgeworfen wurden demnach Dutzende Pakete mit Lebensmitteln. US-Präsident Joe Biden hatte die Luftbrücke am Vortag angekündigt. Nach offiziellen Angaben ist die Unterstützung vorerst für mehrere Wochen geplant. Der Krieg im Gazastreifen dauert seit bald 5 Monaten an. Israel greift Ziele in dem von der Hamas kontrollierten Palästinensergebiet an, seit Kämpfer der radikal-islamischen Organisation im Oktober Israel überfallen hatten. Erklärtes Ziel Israels ist die Zerstörung der Hamas.